In den vergangenen Jahren hat sich Niederösterreich zu einem wahren Gartenland entwickelt. Gärten sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil der vielfältigen Landschaft in allen Landesteilen geworden. Im Rahmen der Gartensommer-Vollmondnächte konnten sich die Gäste auf eine spannende Mondscheinführung freuen. Heute ist Vollmond und ich glaube, das hat für euch eine ganz besondere Bedeutung. Wir sind seit einigen Jahren beim Gartensommer Niederösterreich mit dabei. Der Gartensommer Niederösterreich ist eine Zeit in den Sommermonaten Juni, Juli, August, wo also in vielen Gärten Niederösterreichs, in allen teilnehmenden Gärten Niederösterreichs eine Fülle von Veranstaltungen geboten wird. Bei uns hier im Schlosspark Laxenburg sind es zum Beispiel unsere Gartensommer-Vollmondnächte. Dann gibt es in der Franzensburg am 23. Juli und am 20. August die Mondscheinführungen, wo man einen 360-Grad-Panoramablick über Laxenburg und die umgebende Landschaft genießen kann. Und dann am 21. August unser spätsommerliches, eigentlich schon Highlight, unser Kinderfest Spiel und Spaß der Habsburger. Was genau können wir denn heute alles hier beobachten? Da gibt es zum Beispiel den Jupiter zu sehen, den wir uns heute schon angeschaut haben. Da im Süden ist sehr schön zu sehen der Mars und der Saturn und natürlich gerade der aufgehende Mond. Das ist jetzt einmal das spektakuläre Highlight und natürlich die ganzen Sternbilder und so weiter, die wir uns heute noch im Laufe des Abends anschauen werden. Man kann ja wirklich die Ringe sehen, also das ist ja wirklich eine tolle Sache. Ja, selbstverständlich. Man kann nicht nur die Ringe beim Saturn sehen, sondern auch beim Jupiter haben wir uns schon die vier galileischen Jupitermonde angeschaut. Und beim Mars könnte man auch Details an der Oberfläche sehen, nur sehr gering natürlich mit diesem Fernrohr. Und auch beim Mond sehen wir natürlich aufgrund der Nähe des Mondes die beste Auflösung und die besten Details an der Oberfläche. Das Wetterglück war uns heute den ganzen Tag nicht sehr gut gestimmt. Es hat bis in die späten Nachmittagsstunden geregnet, aber am Abend hat sich dann der Himmel aufgetan und wir haben jetzt einen fast klaren Himmel. Wir freuen uns natürlich, dass unsere Veranstaltungen den dementsprechenden Zuspruch haben. Das ist der Grund, warum wir diese Veranstaltungen anbieten. Und ich möchte alle Zuseherinnen und Zuseher von den 1TV herzlich einladen. Schauen Sie in unseren Veranstaltungskalender, gönnen Sie sich eine Auszeit einen Abend lang und schauen Sie zu uns in den Schlosspark.